Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe heute eine Box gebreakt und zwar eine 2023-2024 Panini Select. Hier seht ihr die geöffnete Box. 4 Karten per Pack, 6 Packs per Box. So sieht das Ganze aus. Ja, Autogramme sind hier möglich. Und natürlich die neuen Retail Base Mazine Level. Eine weitere Variation auf verschiedenen Prisms. Select 2023-24 Basketball. Ich stell die Box mal hier hin. Zuerst zeige ich euch mal die Basekarten. Da haben wir Karl Anthony Towns, Alperen Şengün, Mikal Bridges, Jaylen Brown, Devin Booker, Nick Smith Jr., Jalen Green, Tyrese Maxey, Cameron Johnson, Jaren Jackson Jr. im Premier Level und Chet Holmgren. Ja, das waren die Base-Karten. Nun kommen wir zu den Karten, die ich getoploadet habe. Da haben wir Jalen Hood-Schifino im Rookie Card Prism. Sehr schön. Bilal Koulibaly in der Rookie Card. Schöner Effekt, schöner Pop, diese Karte. Scoot Henderson in der Rookie Card. Hier für die Portland Trailblazers. Flash Prism Kate Cunningham. Joel Embiid. Green White Purple Prism Austin Reeves. Jordan Hawkins in der Rookie Card. Jamal Murray im Flash Prism. Andrew Jackson Jr. in der Rookie Card. Hier für die Milwaukee Bucks. Damian Lillard in der Base, Julian Strotter in der Rookie Card, Jason Tatum in der Base und Neon Icon Insert Anthony Edwards. Entschuldigung, natürlich Anthony Edwards. Ja, das war der Boxbreak Recap hier von mir, von einer 2023-2024 Panini Select Basketball Blaster Box. Ich bin damit raus, sage danke, bis zum nächsten Mal. Bitte weiterhin kommentieren und abonnieren und lasst mir doch einen Like da. Peace. Ciao.